Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Und wir haben Kletterausrüstung bekommen. Juhu! Können wir gleich mal ausprobieren. Und Ross ist, ne? Ich komme da rauf. Aha. Okay. Vielleicht noch nicht, wa? Ich hier so rüber? Also man soll da hochkommen? Echt? Aha. Das ist ja cool. Das finde ich gut. Das ist ja ein nettes Gimmick. Also alle Steine, die so aussehen, na, da kommt man hoch. So, da könnte man jetzt rein theoretisch auch mal in die Höhle da unten gehen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da hoch, okay. Aber ich geh erstmal runter. Da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Und, ich muss hier nicht graben. Naja, komm. Wo war jetzt das Grab? Wisst ihr noch einer? Ich weiß es nicht. Kommt man doch sicherlich da. Was ist denn da hinten? Also hier kommt man auf jeden Fall nicht hoch. Aber ich kann mit der Axt das Ding runterschlagen oder so. Nee. Schade. Oh. Viel zu tief. So, wo war jetzt das komische Grab? Keine Ahnung. Hab ich mir nicht gemerkt. Das war hier irgendwie im Wasserfall drin. Ich werde mal hier nochmal durchgehen. Moment mal. LOL. Komm ich ja nicht durch? Warum nicht? Okay. Na, geht's nicht durch. Und da ist so tief runter. Ja gut, okay, Kletterausrüstung macht natürlich jetzt sogar. Wirft natürlich jetzt ein ganz anderes Bild, die ganze Sache. Da kommen wir dann bestimmt auch da oben hin. Aber hier werden wir nicht hochkommen, an die komischen Glockenturm. Da sind wir hergekommen. Da liegen noch Eier. Also muss man da auch hinkommen. Irgendwie. Wett. Ja, voll. Mich interessiert aber erstmal das Grab. Das Grab und das Ding da oben, dieser komische Holzvorbau da. Hütchen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo das. Wir müssen erstmal da hoch.
Also da gibt es auf jeden Fall noch Sachen in der Hütte da drin, wie man sieht. Also muss man da auch hochkommen. Aber da gibt es bestimmt Klettern, wa? Wir sind immer noch nicht, wo die Höhle war. Scheiße. Die war doch hier irgendwo, oder? Ich weiß es nicht mehr. Hab's vergessen. War so unwichtig, dass ich sie wieder vergessen habe. Das wollte ich eigentlich nicht machen, Lara. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Was ich nicht weiß, ist, wo diese komische... Finden Sie Wasserfall? Ja, später. Was ich nicht mehr weiß, ist, wo dieser komische... Wo diese komische Höhle war. Wo wir eine Kletterausrüstung brauchen. Da müsste ich jetzt die Aufnahme abbrechen und nochmal genau gucken. Aber ich habe keinen Bock drauf. Da war irgendwie mit diesen Felsmalereien, ne? Hab's mir echt nicht gemerkt, war. Das ist schon ein bisschen. Ich komm da rauf. Ja, ich komm auch so rauf. Das ist ja nicht. Was ist denn das da? Ach so. Nur was für Feuer. Du da nicht hoch? Hm? Wollte gerade sagen. Ach Mann, ist das ein Elend. Jetzt diese scheiß Höhle. Ja, wie man hier hochkommt, weiß ich auch nicht, wa? Ich hab keine Ahnung. Und davon die Menge Autoclub da ist. Da leuchtet doch was. Das ist eine Lampe, wa? Gibt's doch ja nicht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wo diese Wandmalereien waren. Ich bin immer der Meinung, dass es hier hinten war, aber... Ich muss mich doch täuschen. Nee, geht's ja nicht weiter. Tja, naja. Da muss man ja auch irgendwie hinkommen.
Ja, na gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt also einfach erstmal weiter. Und halten uns hier nicht weiter auf. Mehr so wichtig ist es jetzt auch nicht. Als dass man sich da jetzt noch eine Stunde aufhalten könnte. Mich hätte es nur interessiert. So. Und hier hinten wart ja auch nicht, oder? Sowieso jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ach so. Verstehe. So, na dann mal ran da, Lara. Haben sie cool gemacht. Gefällt mir. Sprung zur Seite, richten sie. Ja, ja. Und wieder einhaken, natürlich. Hier war das? Okay. Okay. Haha, jetzt haben wir eine Axt. Easy peasy. So, Feuer nehmen wir mal lieber mit. Ist dunkel. Oh. Die Fackel macht nicht wirklich Licht, wa? Oh oh. Wir haben so irgendwelche hin, ja, irgendwelche Leute hin, ja. Gucken wir erstmal links und rechts ein bisschen die Höhle ausleuchten. Das Licht. Aha. Okay. Interessant, ne? Neues Lager entdeckt. Grab der Unwürdigen. Mhm. Also hier könnte man erstmal kurz verschnaufen. Aber hier gibt es ja bestimmt noch mehr. Hm. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Optionales Grab. Grab der Unwürdigen. Mhm. Ist ja interessant. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Und wie es hier in diesem optionalen Grab weitergeht, war, das erfahren wir dann auch leider erst im nächsten Part. Also von daher, bis denn und viel Spaß mit der Endcard. Und damit herzlich willkommen hier zur Endcard zu Tomb Raider 2013. Und wir haben endlich eine Kletterausrüstung, sprich so einen Kletterhaken bekommen. Von Olle Roth hat er uns mal rübergeschmissen. Ist ein netter Typ und der sieht auch noch ganz fit aus im Moment. Mal gucken, ob er sich eine Infektion eingehandelt hat oder nicht. Im Moment geht es. Ja, und wir sind jetzt zum Ende des Parts in eine Höhle gelangt, optionales Grab. Da bin ich sehr gespannt, wie das im nächsten Teil weitergeht und ob es da irgendwelche Rätsel gibt und vor allen Dingen, was es da zu finden gibt. Also, es bleibt weiterhin spannend und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von daher, bis denn, euer Saint DLP.